Sehr schön, dann haben wir diesen Quest nämlich auch erfüllt, der nirgendwo angezeigt wird. So, mit wem muss ich denn reden? Mit dem rede ich jetzt mal. Was gibt's, mein Freund? Was? Ihr habt Kai vor den Klabautermännern gerettet und er ist wohl auf gut gemacht, Reisender. Sehr gut. Was dem Jungen zugestoßen ist, hat die Fischer ziemlich traurig gemacht, aber jetzt ist er in Sicherheit und ihre Stimmung wird sich ganz bestimmt wieder aufhellen. Als Dorfvorsteher von Lamentea möchte ich euch im Namen des ganzen Dorfes ein Geschenk überreichen. Es ist das Mindeste, was ihr für all eure Hilfe verdient. Mütze des Piratenkönigs. Sobald die Jungs bereit sind, die Segel zu setzen, fahren wir zu dieser Insel und holen Kai ab. Alle werden froh sein, ihn wiederzusehen. Vielen Dank, mein Freund. Danke, dass ihr uns geholfen habt. Wahrscheinlich wollt ihr nun weiterziehen, aber wenn ihr mal eine Pause braucht, seid ihr in Lamentea stets willkommen. Das ist garantiert für Eric. Oh, die ist deutlich besser. Der durch Blitzangriffe... Ja, der ist deutlich besser. Geil. Ist quasi die Verbesserung davon. Man kann es noch weiter verbessern. Yeah, Mütze und Mantel des Piratenkönigs. Nice. Cool. I like that. Was ist denn mit dem? Sagt er auch noch was? Wie bitte? Kai ist gesund und munter und er kommt nach Hause. Vielen Dank, mein Freund. Tausend Dank. Okay. Nicht hilfreich. Geh weg! Okay, wie viel Gold haben wir? 44.000. Ich lager mal was ein. Oh. Mal 40.000 hier, den Rest brauche ich gerade nicht. So. Schlafen. Für 10 Übernachtungen in einer Herberge. Mehr noch nicht. Ist wenig. Wie viele Sachen können wir da eigentlich überhaupt noch? Erhaltene Ehrung allgemein. Da habe ich tatsächlich alle. Story. Ach, da sieht man gar nicht die, die noch fehlen, ne? Nee, sieht man nicht. Also bei der Schmiede müssen wir garantiert noch viele machen. Boah, ich glaube, da fehlt... Warte mal, stand da nicht was? Mal angucken. An der Seite. Gesamtspielzeit 90 Stunden, alles klar. Mission abgeschlossen, 46 von 60. Gewonnene Kämpfe 1080. Besiegte Monster 2720. Besiegte Monstertypen fehlen auch immer noch einige. Erhaltene Gegenstandstypen fehlen auch noch viele. Erhaltene Ehrung 109. Einsätze der pfiffigen Schmiede 107. Ist auch nicht so viel eigentlich. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt wahr, was ich schon angekündigt hatte. Versuchen wir, den Wasserteufel zu besiegen. Ich weiß gar nicht, ob wir stark genug sind dafür. Weiß ich wirklich nicht. Aber wir werden es ja sehen. Ich meine, ganz ehrlich, wir haben jetzt bisher schon viele gefährliche Monster besiegt. Und mittlerweile werden wir auch immer besser darin. What is that for a creature? Bye-bye. Triumph was never in doubt. Das hätte ich nicht von ihr erwartet. Das hat mich jetzt zutiefst schockiert. So ein feiges Verhalten. Ich weiß nicht, habt ihr eigentlich Bock, dass wir in Zukunft mal mehr Japano-RPGs spielen? Es gibt einige, die ich spielen wollen würde. Von daher, sagt Bescheid. ...4666, auch gut. So, da hinten ist die Insel. Hundertprozentig ist das die Insel hier hinten.
Normalerweise schwingt hier auch immer irgendwie das Wetter um. Ja, da kommt es nämlich. Die Harfe der Lorelei fängt plötzlich an, von ganz allein zu spielen. Der Wasserteufel. The sea, it's boiling. Oh. I hear the tuneless twang of Lorelei's harp. Are you humans in league with the mermaids? Very well. Then I shall deliver your corpses to them as a reminder of who truly rules the waves. Prepare to die! Das werden wir ja sehen. Der Wasserteufel nähert sich. Okay. Das erste, was wir machen, ist... Großer Auftritt ist ja auch nicht schlecht, ne? Aber wir machen erstmal den Energieschub auf Waldes. Brilliant. So, und jetzt den Schwertanz. Mal sehen, was du kannst. Das waren schon mal 600 Schaden. Oh, nicht schlecht. Okay. Abwehr-Champion. Und du... Die Multibeschleunigung. Boah, sauber, Serena. Oh, fuck. Okay. Krass. Können wir ihn wiederbeleben vielleicht mit Gegenständen? Yggdrasilblatt, ja. Setze ich jetzt ein zur Sicherheit einfach. Das ist ja nämlich direkt voll auf dem Damm hier. So, und wir? Hymne des Feuers? Also das ersetzt ja auf jeden Fall Feuerfähigkeiten ein. So, Hendrik, wie wär's mit dem Schockschnitt? Ja, das war jetzt nicht so gut. Aber wir können wieder den Energieschub auf Waldes machen. Strudel? Ja, nicht ganz schwach. So, okay, wir machen jetzt die Kräftigung. Und dann setzen wir gleich eine schöne Koop-Fähigkeit ein. Magische Barriere vielleicht. Finde ich gut. Und du machst auf jeden Fall erstmal die Multiheilung. Finger der Gerechtigkeit. Immerhin 173. Perfekt. Perfekt. So. Alma Mater. Nein. Multibeschleunigung könnte nochmal ganz cool. Machen wir nochmal. Ne, Mega-Stärkung. So, Schwertzyklon oder sengender Schnitt? Sengender Schnitt. I'm on fire. Na, immerhin 700, okay. Alles andere wäre zwar offensichtlich besser gewesen, aber scheiß drauf. Axt der Panzerhacker. Er ist schon mal gelb. Oh oh. Aua. Krack.
Oh. Zurückgeworfen. Hymne des Eises. Okay, man kann auch mehrere Hymnen drauf haben. Aua. Ich wollte gerade sagen, das dürfte jetzt eigentlich nicht so stark sein. Muntermacher. Wobei, probieren wir jetzt das mal. Dame zuerst auf Serena. Dann jetzt darf Serena seine... Jawohl, okay. Und sie darf jetzt die Multiheilung machen, richtig? Die ist stärker als der Muntermacher, von daher. So, nochmal der Schwertdance. Und Serena ist wieder dran. Hendrik. Er ist immer noch nicht besiegt. Wieder Strudel, aber wir dürften gut genug verteidigt sein. So, dann machen wir jetzt mal den hemmungslosen Lead hier. Oh fuck, abgeblockt. Finger der Gerechtigkeit. Und der Wasserteufel ist besiegt. 50.000 Erfahrungspunkte und 15.000 Goldmünzen. Diligence is its own reward. Hendrik, Stufe 66. Fast 600 LP. Nope. Der Wasserteufel ist besiegt. Kehre nach Nautica zurück und überbringe Königin Marina die gute Nachricht. Wir haben wieder einen starken Feind bezwungen. Da kann man wirklich nur zufrieden sein. Großartig. Dann kriegen wir von der wohl jetzt auch eine Belohnung. Wir müssen bald mal die Gruppe wechseln. Sonst kommt man sich vor, als würde ich nur noch die spielen wollen. Aber schon eine gute Kombo, die wir da gerade haben. Eine sehr defensive, muss man sagen. Eine sehr, sehr defensive Kombo. Aber eine, die sehr, sehr gut am Leben bleiben kann mit zwei starken Healern. So, bring me zur heiligen Fischstäbchenfrau hier, so. Danke, edler Freund, du hast dich unserer erbarmt und deine Sache gut gemacht. Den verhassten Wasserteufel hast du ausgelöscht und uns das Licht zurückgebracht. Nautica verdankt dir viel und wird dir deine Taten nie vergessen. Ich hoffe, du findest dies als kleine Dankesgabe angemessen. Muschel der Meereskönigin. In allen reichen Erdreas hier und dort in Städten, Wäldern, Auen gibt es immer noch sehr viele, die auf die Hilfe des Lichtbringers vertrauen. Solltest du hier wissen wollen, wo diese Leute deines Beistands harren, benutze einfach diese Muschel, dann wirst du es sogleich erfahren. Die Muschel lässt dich meiner Stimme lauschen, wo immer du gerade bist. Sag einfach Hallo in sie rein und meine Antwort hörst du in Sekundenfrist. Und noch eins, du kannst dich hier in meiner Stadt bewegen, wie es dir beliebt, aber sind Menschenbeine dafür praktisch? Wisse, dass es bessere Methoden gibt. Wenn du willst, verwandle ich dich in ein Fischchen. Oder Fisch, ja, Fischchen. Willst du einem gleichen? Hübsche kleine Flossen wären nämlich ideal, um fast alle Orte zu erreichen. Eines Tages wirst du diese Welt erlösen, um so dein Schicksal zu erfüllen. Gib nicht auf, gib nicht klein bei. Alles geschieht nach den des Weltenbaums Willen. Okay. Dann wollen wir mal ein Fisch werden. Dann können wir nämlich hier jetzt endlich einige Quests erfüllen. Absinken. Hier haben wir noch eine. Na! Rotes Kleinod. So, hier ist doch der mit dem... mit dem Museum hier. Oh, was habt ihr denn da bei euch, Lichtbringer? Es ist ein enormes, explosives, schwarzglänzendes, tintenfischartiges
Objekt, in das eine Meerjungfrau hineinpassen würde? Weil es überreicht die Krakatau-Kanone. Ja, das ist der herrlich glänzende, schwarze, tintenfischartige Gegenstand, nach dem ich gesucht habe. Was sagt ihr da? Es handelt sich dabei in Wirklichkeit um eine Art Waffe und sie erzeugt ein lautes Geräusch, wenn sie eine metallene Kugel in die Luft abfeuert? Hoho, ihr Menschen benutzt zum Kämpfen ja alles Mögliche, sogar schwarz glänzende Tintenfische. Ich habe immer gewusst, dass es sich bei euch um eine kriegerische Spezies handelt, aber das ist eine Offenbarung. Die Erforschung der menschlichen Gesellschaft ist ein endloser Quell der Faszination. Ich danke euch, Lichtbringer. Das ist das perfekte Exponat, um das 600. Jubiläum der Gründung des Museums angemessen zu würdigen. Bitte gestattet mir euch im Gegenzug dies hier zu geben. Ja, von uns allen hier im königlichen Terrarium. Anleitungsbuch mit dem Titel Geheimnisse des versunkenen Geistes. Zweizack. Wow, ich kann eine Sache mehr herstellen. Das ist ja unglaublich. Cool. So. Irgendwo hatte ich doch gesehen, dass da eine Truhe ist. Da vorne war die doch, glaube ich. Nee, das war sie nicht. War die hier oben? Funkelfleck auf jeden Fall. Blaues Kleinod. Vielleicht habe ich das auch nur halluzinated. Oh. Wollte ich gar nicht. Naja, jetzt können wir absinken. Und hier können wir diesem Fischi die Notizen seines Meisters bringen. Oder dieser Frau hier. Willkommen zurück, mein Freund. War sie von Erfolg gekrönt, die kleine Reise, der Besuch an Land? Seid ihr meinem Mentor dort begegnet und habt nun die Notizen, die ich brauche, zur Hand? Weil es überreicht die Kopie der Akten des Tangwalds. Mein Mentor habt ihr auf dem Inselchen im Westen also nicht entdeckt, nur diese Akten? Und sie waren in einer Truhe neben seinem Bett versteckt? Genau das ist es, was ich brauche. Das Jurawissen, das mein Mentor hinterließ. Das hilft mir sicher mehr als all das Zeug, worin man mich einst an der Schule unterwies. Mal sehen, soll in Fällen verbrecherischer Flossenbeißerei die Verteidigung gelingen, so wird der kompetente Anwalt dieses Argument vorbringen. So versteht sich per se, dass Haie, die Feinde aller Fische, sich nur äußerst ungern an solchen Fischen laben, deren Flossen andere räuberische Wesen bereits angeknabbert haben. Ein Fisch, dessen Flossen angeknabbert sind, überfallen Räuber nicht so oft. Doch wie hilft das meinem Meermann, der auf die Entlassung hofft? Moment, ich glaube, ich verstehe es nun. Indem er dieses Fischlein biss, ersparte er es ihm als Mahlzeit einer noch viel größeren Kreatur zu enden, ganz gewiss. Die Taten dieses Meermanns sind kein Grund, ihn vor Gericht zu stellen, nein. Im Gegenteil, der Kläger wollte ihm vielmehr sogar dankbar sein. Diese Argumentation, sie müsste dem Mandanten dem Gefängnisaufenthalt ersparen. Angesichts solch unfehlbarer Logik kann die Richterin nicht anders, als ihn davor zu bewahren. Ich danke euch sehr, Lichtbringer. Hier, erlaubt, dass ich euch huldig. Nach allem, was ihr für mich tatet, bin ich euch das schließlich schuldig. Siegel des Souverains. Oder des Souveräns. So, Siegel des Souveräns. B. Eisangriffe erlittene Schaden sinken um 25% und der Dunkelheitsangriffe Schaden sinkt auch. Und man kann das bis 40 hochtreiben. Das ist nicht schlecht. So, jetzt wollen wir nochmal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Es kann nämlich gut sein, dass wir hier noch irgendwie irgendwelche Truhen wieder haben. Die hier irgendwo rumliegen. Weil als Fischgestalt waren wir ja hier theoretisch noch nicht. Nicht in dieser Version der Realität. Was ist das hier? Der Schatz gehört mir, jetzt die Leine. Okay, vielleicht müssen wir hier irgendwas anderes machen. Okay, hier ist schon mal nichts. Wie hier ernsthaft so ein Unterwassermuseum ist. Museum sage ich schon, so ein Unterwasserhotel hier. Auch nicht schlecht. Überall Tang. Was ist das denn hier? Hello? Es stimmt das Gerücht um, ihr werdet der Lichtbringer und aus der oberen Welt zu uns gekommen. Aber wie kann das sein, wenn ihr doch ein Fisch seid? Für Barschen kann ich mich auch allein. Kleiner Pisskorb, ey. Das ist eine Perle.
Ich kann sie nicht nehmen, das macht mich traurig. Joa. Nö, hier ist nichts. Nö. Nö, 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 nö. Ah, ist ein Schatz. Aber da, na gut, da war ein Schatz. Schade. Vielleicht ist unter dem Schiff noch was. Nö. Wie ist es denn, wenn wir mal hier... Ah ne, den haben wir ja schon genommen, ne? Wenn ich den nehme, wo bringt mich das hin? Wenn ich ein Fisch bin, kann ich doch auch mit dem Waffenhändler hier reden, ne? Ging das nicht so? Da ist eine Truhe, aber die haben wir auch schon. Muss hier echt überall genau hingucken. Da vorne. Ah ne, die Truhe hatten wir auch schon. Mann, das ist alles so verwirrend. Was ist denn mit ihm hier? Ja, moin. Ihr mutmaßt möglicherweise, dass ich faulenze, aber so ist es bei weitem nicht. Ich sammle mich nur, damit ich im Vollbesitz meiner Kräfte und Courage bin, wenn der Tag der Entscheidung anbricht. Welcher Tag der Entscheidung denn, du Ädel? Verstehe das, wer will, ey. So, war das... Was ist denn mit ihm hier? Das ist was Geheimes? Das Gebäude über uns ist das königliche Terrarium. Zahlreiche geschuppte Gelehrte haben sich dort eingefunden, um menschliche Wesen zu erforschen. Es beheimatet eine beeindruckende Sammlung von Artefakten aus der oberen Welt und quält über vor nützlichem Wissen über das Dasein der Landbewohner. Die Nautikaner sind sehr stolz darauf. Ihr dürft euch dort gern umsehen, aber lasst nur die Flossen von den Artefakten. In der Kollektion befindet sich ein Fund, der schon vielen nichts anderen Fischen zum Verhängnis geworden ist. Echt. Ach, und hier sind wir jetzt wieder da, oder was? Ah, ja. Interessant. Man muss sich das ja mal angucken, ne? Lass mich durch. So. Das konnte man bei wem... Bei dem dann nochmal kaufen hier. Das ist gar nicht so schlecht. Seltenheit A. Aber im Vergleich halt trotzdem noch schlecht. Ich hatte die Idee, dass für diese eine Quest vielleicht hier in Nautica irgendwas gesunken sein könnte. Dieser Gelehrtenstein. Es hieß ja östlich von Heliodor. Und östlich von Heliodor ist genau Nautica. Ich kann ja nirgendwo sonst auf dem Grund des Meeres gucken. Deswegen ist vielleicht hier was. Aber das würde ich ja... Was ist mit dir? Ihr seid doch derjenige, der den Wasserteufel besiegt hat, nicht wahr? Ich bin ganz platt, dass ihr es geschafft habt, ihn durch die Mangel zu drehen. Er herrschte mit eiserner Flosse über die See. Ihr mögt vielleicht die einfältige Fratze eines Goldfisches haben. Aber ihr seid ja raffinierter als ein Riffhai. Danke? Weiß nicht, ob das jetzt angebracht ist, das zu sagen. Vielleicht liegt das Ding ja hier irgendwo. Aber gut, wenn es ein Questgegenstand ist, dann würde der ja so golden leuchten. Ich meine, den kann man ja nicht übersehen. Den kann man an sich wirklich nicht übersehen. Oder vielleicht in dieser Höhle der Königin. Das könnte auch sein. Was ist denn eigentlich, wenn wir... Wir haben ja jetzt einen neuen Gegenstand. Noch wieder einen neuen wichtigen Gegenstand. Muschel der Meereskönigin. Kann den Lichtbringer zu Notleiden in der Nähe führen. Er kann Königin Marinas Stimme hören. Oh, hör mich an, Lichtbringer. Kann meine Seele dringen?
Wenn ja, dann mögen meine Worte auf den rechten Pfad dich bringen. In Eschenburgs Tiefen, unter dem verheerten steinigen Boden, dort möchte jemand, der dir nahesteht, dass du ihn besuchst an diesem Ort. Ein Junge, den die Monster plagen, hart vor seinem Haus in Mandala. Er hat Angst, wenn es so weiterginge, dann stünd er bald alleine da. In Fönans Thronsaal wartet Birte, die schöne Königin, auf Beistand. Sie braucht die Dienste eines Helden, denn irgendwas ist faul im Land. Dies mögen derzeit zwar nicht alle sein, die Probleme plagen, doch ist die Last von so viel Leid auf Dauer schwer zu ertragen. Wie geil ist das denn? Die Königin macht also quasi genau das. Oh, da ist was. Give it to me. Mini-Medaille. Warum schlottert er? Ich bin mal ein Angler an den Haken gegangen, aber ich konnte entkommen. Seitdem verstört mich allein der Gedanke daran, die Stadt zu verlassen. Eben noch nasche ich von einem leckeren Wurm und schwupp, hänge ich schon in den Haken und werde qualvoll zur Oberfläche hinaufgezogen. Aber ich sag's euch, nichts hätte mich auf das vorbereiten können, was ich dann zu sehen bekam. Die gewaltige, gierige Fratze eines Menschen. Selbst jetzt läuft es mir noch kalt den Rücken runter, wenn ich nur daran denke. Wieder diese Wortspiele, ey. Mit dem A immer. Oh yeah. Hi Leute. Willkommen in der Kneipe zur krummbeinigen Meerjungfrau. Wollt ihr vielleicht unseren Hauscocktail probieren? Das salzige Martini, eine Kreation aus einer Meerjungfrauentränen versenkten Perle, abgerundet mit frischem Brandungsschaum. Ein Schluck und ihr habt das Gefühl, auf einem sanften Strom ins Paradies zu schweben. Oder falls ihr die Spendierschuppen anhabt, könnt ihr euer Glas einfach einmal im weiten Bogen durchs Wasser schwenken. Damit alle was davon haben. So geben wir hier unten eine Runde aus. Oh Mann, ey. Aber dieses Muschelding von der Königin ist an sich ja genau das, was ich selbst geschrieben habe hier mit meinem Questlog. Was ich nebenbei so geschrieben habe, weil ich mit diesen ganzen Aufgaben nicht klargekommen bin, die eine Aufgabe sind, aber nicht im Questbuch stehen. Das ist so witzig. Ah, warte mal, man musste hier doch, glaube ich... Das gucken wir uns mal eben an. Ich glaube, wenn man hier bei... hier war und dann nach oben... Oder war das da? Boop. Privatgemach der Königin. Oh la la. Ja, die Königin wollte mich hier haben. Ganz recht. Vielleicht ist hier auch noch irgendwas. Guck dir diese schöne Perle an. Die Perle der Weitsicht gibt ein geheimnisvolles Licht ab. Ja, aber ich sehe hier auch keinen Gegenstand. Keine Ahnung, wo dieser komische Gelehrtenstein sein soll. Vielleicht irre ich mich auch und der ist gar nicht hier. Ich werde Nautica nochmal absuchen, ein bisschen. Aber ansonsten werden wir das jetzt erstmal beenden hier. Wir waren sehr erfolgreich. Kann man nicht anders sagen. Wir waren wirklich gut. Wir haben die den Klabauterkönig da besiegt. Wir haben den Wasserteufel besiegt. Wir haben einen neuen Gegenstand bekommen. Und jetzt haben wir immer eine Möglichkeit, genau zu wissen, wo wer noch Hilfe braucht. Damit wir halt auch diese ganzen anderen Monster irgendwie entdecken, die es zu entdecken gibt. So, speichern. Ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Dragon Quest 11 Stadt des Schicksals und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.